Ich höre dir, ja. Kannst du auch, weißt du? Hi. Also? Ja, wie gesagt, jetzt können wir hier Zeug tun. Ja. Ah, die beiden Holding Cells hier wurden schon eingesammelt, okay. Praktisch, wenn die mich schlagen. Ich habe immer noch meinen geilen Spike-Schild. Mhm. Deswegen liebe ich die Teile so. Ja, ich werde, glaube ich, relativ selten angesprungen, von daher ist Nova sehe ich schon besser. Loser. Ich sehe es nicht als Loser an, nicht von irgendwelchen Monstern angesprungen zu werden. Hat der Ansprüche? Ich habe Ansprüche, ja. Ich habe auch Niveau. Wo? Holy shit, Hyperion. Im Badezimmer. Nur mehr Zahncreme. Hyperion hasst uns. Tralala. Das ist keine Antwort von mir. Ich find's aber auch schön, wie die in Hyperion erst jetzt anfangen, auf uns zu feuern. Das hätten die das ganze Spiel über schon machen können. Ah. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die New Year-Stationen auch von Hyperion sind? Die hätten uns ja löschen können, wir wären sofort gestorben beim Sterben. Ja. Das wäre so viel einfacher. Das ist für Handsome Jack aber, glaube ich, einfach langweilig. Aber was? Und die kriegen ja Geld dafür für mich. Korrekt. Die könnten dir aber auch das ganze Geld einfach aus der Tasche ziehen. Geht ganz normal. Eben. Neuer Mensch, neue Steuernummer. Und so. Rennt. Weiß nicht, wie man hier reinkommt. Tatsächlich. Au, 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 dieses Ding. Wahrscheinlich einfach alles klein hauen. Hoppala. Ja. Da siehst du. Hi. Super Badass Loader! Granate! Alter! Alles gut! Blau! Blau? Das ist auf ein Necromancer, glaube ich, gebe ich dir gleich. Au, ich bin fast tot. Oh, mein Killskill ist aktiv, sehr schön. Hat sich. Ach, dann verkaufen wir die alle mal gut. Bin drin. Geld im Boden. Hilft doch. Müsste in einer dieser Zellen sein. Keine Angst vor den hässlichen Dingern, die in den anderen sitzen. Die kommen nicht an dich ran. Geh einfach weiter zu Bloodwing, dann hast du, was du brauchst, um Claptrap zu upgraden und die Todesmauer zu durchdringen. Natürlich, da möchte ich hinter. Da ist nämlich so eine Zelle. Also in die hier müssen wir rein, auf jeden Fall. Schmeißt du eine Waffe? Weil ich kann. Aha. Hui. Tju. Ach, guck mal. Hat sogar sein eigenes Schild, Bloodwing. Wer wo? Sein ihr, ne, ihr. Was ist das? Eine Slack-Probe. Sehr schön. Au. Oh. Loot Wii Warloader. Ein Vieh. Sterbe! Yay! Loot, Wii! Wii war Beuteloader! Ah. Danke. Zeit für Roboter-Action! Bitte, Herzog!
Euch ist mir egal, was ihr hier antut. Überlasst meine Mann, Kane. Er hat Schüttelfrost und ist für eure gottverdammten Experimente völlig nutzlos. Bitte lasst ihn gehen. Wenn sie mich nicht... Dieses Versuchsobjekt ist für unsere Zwecke ungeeignet. Sein Mann hat Schüttelfrost. Er könnte sich angesteckt... Hey, du hast doch eine Frau, Und die willst du doch sicher noch mal wiedersehen, hä? Das können sie nicht. Ich höre immer noch mal Schreie. Ich hab was gesagt! Diese Granaten haben es in sich. Ja, ziemlich. Was immer es ist. Und noch ein. Granaten, meinst du? Die sind hammer krass. Oh, lila. Das ist eine lila Pistole. Moment, ich muss mal kurz meine Feuerwaffe ausrüsten. Na. Ja, auf der 1 ist die, so. Kein Inventarkram. Schade. Ja. Aber das eine hier drin hat einer von diesen Kisten noch blau geleuchtet, deswegen würde ich da einfach ran. Ja, eine der Kisten, da war die Lok drin, also das Echo. Das lief ja schon. Ja, ich habe mir das nicht richtig angehört, weil ich leider kämpfen musste. Ah, egal. Er hat alle keinen Untertitel, ne? Doch, nee. Aber A auf Englisch und B musste ich überlegen, wie ich überlebe. Das sind lustige Viecher da. Immer noch da hinten rein, da war wirklich ein Lock. Also wahrscheinlich kann man hier irgendwann alle öffnen. Ja, wahrscheinlich am Rückweg, ne? Geht's dir gut? Hübsch eigentlich, die haben es hier richtig gut. Jetzt noch was. Sheenard, okay. Suchst du Bloodwing? Oh, ich hab sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas dramatischeren Ort. Ah ja. Bloodwing ist nicht da? Verdammt! Jack verarscht uns. Ach was? Warte mal. Da rührt sich was im Observation Wing. Vielleicht haben sie sie dorthin gebracht. Arbeite dich weiter durch das Reservat vor, amigo. Bloodwing ist gestorben. Hey, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Nein, bestimmt nicht. Es ist Fressenszeit. Oh ja. Okay. Surprise! Er trapped. Cap. Wer der Slack-Skag erstmal weg, weil der hat eh schon Slack drauf. Feuer-Skag? Das ist wirklich. Ja, ich hab den Feuer-Slack gefunden. Kelp. Ja, ja, Moment. Ah. Gut, super. Momentan bin ich nicht sehr. Ich danke dir. Mir falsch. Danke. Noch mehr? Erstmal hier durchgucken. Ich hole jetzt allererstes hier die beiden Kapseln. Lumpy Rifle. Zeug. Ein. Dinger. Drei Macro. Also zwei Macromancer Mods, ein Lilaner dabei. Oh. Der sieht richtig cool aus. Von den Sachen, die es dir upgradet, meine ich. Ja, erstmal direkt vergleichen. So. Was ist denn in den anderen Sachen so drin? Finde ich nicht viel. Angler Zapper. Au. Ja, kann man machen. Ihr kämpft schon wieder. Ohne mich. Ja, da sind noch ein paar reingekommen. Achso. Ey, ich hätte auch gerne ein bisschen was von der Heilung abgekriegt. Nee. Und hier das andere, was hier lag, haben wir auch schon wieder, ne? Was? War auch nur eine Probe. Die hier auf der. Ja, hier lagen zwei. Okay. Ich hab beide mitgenommen. Schön, schön. Lauf hier einfach durch. Ja, das glaube ich am besten so.
Und noch ein Lock. Nein, bitte nicht! Ah, Maya. Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen, Verbrecher, Schurken. Du willst sie vernichten. Das ist deine Pflicht. Dafür hast du trainiert. Was? Um unbewaffnete Männer hinzurichten? Zweifle nicht an mir, Kind. Diese Männer sind eine Gefahr. Bruder Harker, bring den ersten Sünder. Jawohl, Bruder Sophis. Auf die Knie, Sünder. Oh Gott! Nicht sie! Nicht sie! Was hat dieser Mann getan? Zweifle nicht. Ich verspreche, ich bezahle. Ich bringe euch den Zink. Lass sie nur nicht in meine Nähe. Was? Hör nicht hin, Kind. Exekutiere ihn. Ach, scheiß drauf. Was tust du, Kind? Lass mich runter. Nein. Gehen ja auf den Nerven, die Viecher. Na dann. Die Monster haben aber echt, ey. Ich bin der Kreisel. Was? Ich hab gerade eins dieser Viecher nachgemacht. Ich bin der Kreisel. Okay. Und wie fandet ihr die zweite Hälfte von Mayas Geschichte? Ja, sehr dramatisch. Wer von euch hat zugehört? Voraussehbar. Ich hab zugehört und mitgelesen. Klar, es ist voraussehbar, ich aber... Ich habe von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slag zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slag viele Einsatzmöglichkeiten. Ach, ja. Was denn? Ach, die ganz normalen Racks oder kümmern. Was? Um die normalen Racks muss man sich gar nicht kümmern, die prallen an mir ab und sterben. Okay, na dann. Aus einem von diesen komischen Kreiselviechern habe ich auch gerade irgendeinen Skin bekommen, den ich mir nicht anschauen konnte. Ja, den Skin kannst du im Stadion mal ansehen. Muss ja noch aktiviert werden extra. Ja, ich weiß, aber ich kann gerade nicht. Ob du hast noch immer Zeit. Hey, ich wegspringen. Nein, lass den mir, lass den mir, lass den mir. Okay. Danke. Oh, ich hab was geschafft! Ah ja, ja. Alles explodiert. Alles heilt einen. Ja. Oh, warte. Wechselt hin. Hm? Wechsel hin. Weiß ich nicht. Unwahrscheinlich. Oh, warte. Ich weiß nicht, ich kann keine Granaten benutzen, wenn ich uns hier. Richtig. Oh, ich bin direkt wieder down, ey. Kacke, vielen Dank. Ayoi. Achtung, Bad as Fire Skag. Holy shit, der macht Schaden. Glaube ich. Kelp. Au! What the hell was that? Da liegt wieder was Dunkelblaues, was ist das? Da kommen komische Spacken angelaufen. Sieht gut aus, ist hier aber nicht. Heilung. Nein, warte. Scheiß Ingenieure. Und auch nichts auf die Reihe. Warum lässt du eigentlich diese Schocknova frei, wenn du Waffen nachlädst? Wegen dem Skill. Machen Sie sich bewusst, von welch erhabenen Kreaturen Sie umgeben sind. Machen Sie sich nicht bewusst, dass diese Sie überleben werden, falls nicht noch etwas außergewöhnliches. Kopf noch nicht drücken, bitte. Jetzt? Oh, Moment. Die Waffe sieht gut aus. Was? Scheiße. Nicht ganz so scheiße. Hey. Beginne mit Slag-Injektion bei Versuchsobjekten, die von Hyperion-Kontaktpersonen angeliefert wurden. Name der Kontaktperson?
Flashstick. Keine Sorge, mein Engel, es wird alles gut. Sieh nicht hin, mein Schatz. Du schläfst dich so lala. Ich benötige noch eine Echo-Aufnahme, dann habe ich alle Daten zusammen. So lala. Ja, ja. So lala. Du schlägst dich so lala. Vielen Dank. Oh Scheiße. Domo Arigato, ihr Penner! Einfach gleich verprägeln lassen. Kriegt er schon hin. Einfach mit Raketen reinballern, weil ich habe nur einen Raketenwerfer, der ist stärker, das wäre alte. Auch cool. Und die hat Money dabei. Au! Okay, diese Schockfässer sind gefährlich schon. Achtung, es ist Fehler, oder? Sind die Fässer generell. Ist dein Ernst noch überlebt? Bitte? Ich hab das gerade überlebt, dass der gegen mich gefahren ist. Okay, da ist er zu viel. Oh. Ja, komm, eh. Würde ich jetzt dran denken. Ich hab die Taste getroffen, aber musste erst nachladen, mich wiederbeleben zu können, weil. Gründe. Hi. Ja, danke. Clack everything. Ja. Explosionen. Aua. Na warte mal. Oder so. Zeit für die Super-Roboter-Randale! Robo gegen Robo, ja! Das sollte aber kein Problem für dich sein. Ich wollte dich nur warnen. Ich habe leider nicht verstanden, was du gesagt hast, aber egal. Das Just a Heads Up habe ich gehört, aber was du mir dann noch sagen wolltest, weiß ich nicht. So wie ihr Bloodwing kennt, wird sie vom größten, stärksten Baddest überhaupt bewacht. Ah, okay. Aber das sollte kein Problem für uns dann sein. Oder? Ja, als ob. Ich kann euch alle resen, also. Jo. Ich resen! Ich bin zu zweit. Konz ist beidhändig. Passt schon. Hast du die Slackbogen gefunden? Fantastisch. Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit deiner irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Ich find's auch nett wie die andere Doktor. LOL! Wow, meiner. Was? Wie viel Schaden macht der? 2856. Meiner macht jetzt zusammengerechnet viel etwa mehr. Gleich viel. Okay. LOL. Aber ich hab immer diese 3-Einzelraketen. Mm. Moment, hat der Nahkampfbonus? Was? Nein. Da ist halt ein Bajonett unten dran. Eben, schlag damit mal zu. Nee, ist immer auch die Faust. Nee, okay. Ich hab glaube ich überall die Faust, egal was ich habe. Weil mein Nahkampf sowieso schon übertrieben krank ist. Nee, weil. Bei einigen Sachen ist der Ammunition mit der Waffe angereist, wenn da eben Bajonette oder sowas dran ist. Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht. Okay, sehr seltsam. Komischerweise, ich hab hier auch so eine Waffe mit so einem Dings dran, aber ich hab trotzdem immer die Schlaganimation. Ich glaube, es liegt daran, dass ich. Ah, doch! Ah, ich war immer nur beim ersten Mal die Schlag an. Okay. Warte. Müsste ich auch hier. Ja. Ja. Okay. So, ich hab das immer, sieht aus wie Bosskampf. Dezent. Ja. Kann so einen Kinnhaken geben, der die Leute wegschießt, deswegen. Da sind Kisten. Okay. Da ist der Boss. Zurück, was? Schade. Oh Gott, nein, ich habe einige hochinteressante Iridium-Experimente an ihr durchgeführt. Hm. Ich lasse sie ungern gehen, aber was soll's. Ach du Scheiße, was ist das? Was sie haben. Bloodwing!
Nein. Doch. Bisschen groß. Oh, oh Scheiße. Ich habe in Borderlands 1 schon dieses riesige Flugvieh gehasst. Hab ich auch. Und Mist, das letzte habe ich vergessen. Was war's nochmal? Ihr kriegt doch nicht mal Schaden bis jetzt. Du musst sie nur schwächen, ich betäube sie dann. Tut mir leid, Soldat, aber du musst Bloodwing besiegen. Tu, was du kannst, um sie zu retten, aber wenn's nicht geht. Sie hat das, was wir brauchen, um an Control Core Angel ranzukommen und den Kampf. Sie greift erst an, wenn alle zu Ende geredet haben, nämlich jetzt. Genau. Wie freundlich. LOL. Ah, genau, das kann ich mit Deathstrap auch irgendwann machen. Was? Die mit irgendwelchen Elementarwaffen abschießen, dann wird er mit dem Element ausgeladen. Ach komm, ich hol jetzt meine Sniper raus, weil es Flagschaden. Yo! Passt. Yo! Wir sind alle am Arsch. So, Mädchen, der Kammerjäger ist ein Freund. Hätte das Vieh. So den Schaden machen wir möglich. Was auch immer mich jetzt gerade gesaved hat. Das wird wieder, das wird. Oh, danke. Elektrizität, Schlag, Feuer. Elektrizität, dann kommt Korrosion. Ach, was war's denn bloß noch? Das wirst du bereuen, dass du Blattbund damit reingezogen hast. Du wirst sehen, sie reißt dir den Kehlkopf raus. Weil irgendwie habe ich neue Stärke gehalten, aber ich weiß nicht weshalb. Alter, schon wieder. Jo. Dagegen hat man echt keine Chance. Nee. Verdammt, Jack! Ich rate dir, bete, dass Bloodwing das überlebt! Man kriegt immer eine neue Stärke. Ah, Corby ist wichtiger gerade. Jo. Ja. Korrosion, ja, daran erinnere ich mich. Na komm, was war's noch? Ja. Ah, hat nicht ganz gereicht. Leider. Hey, gibt's ja. Das hab ich selber genutzt, tut mir leid. Okay. Leute, wo spawn ich denn jetzt wieder? Ziemlich weit hinten, wahrscheinlich. Wir sollten weit auseinander stehen. Zum Teufel mit dem ersten Gerät. Ich glaube, man muss immer hinter diesen Kisten stehen dann. Das was? Das einzige, das hat man irgendwie so überlebt. Ja! Mit der Kiste habe ich gerade überlebt. Ich hier in der Ecke auch. Das kriegt das gut krass, ey, komm mal. Ruhig, Blatt! Es tut nicht weh! Ehrenwort! Oh, wir haben es, oder? Ah, ich weiß, wie ich. Ja. 9000 Alter. Ohne Mikrochip aus ihrem Halsband. Dann schaffen wir den Sold nach Sanctuary. Okay. Cool, ja. Okay. Bug? Deshalb schaffst du mich nicht, du herrenloser Abbesser. Gib auf und stell dich, sonst war dieser dämliche Flattermann nur der Anfang. Verdammt, Jack! Ich bring dich um! Hörst du mich? Das ist zu früh abgeschnitten gewesen. Tut mir leid wegen Bloodwing, Soldat, aber wir müssen weiter. Bring das Software-Upgrade zu Claptrap, dann kommen wir durch das Sicherheitskraftfeld, das Control Core Angel abschirmt. Bei mir schon, wie gesagt. Halt quasi... Mordecai hat in dem Fall gerade Handsome Jack abgeschnitten bei mir. Okay. Wahrscheinlich, weil ihr die deutsche Version hat und die in dem Fall kürzer ist eventuell, wer weiß. Gut möglich. Wäre aber seltsam, dass das so gemacht wird. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist die... Hallo, schicke Kiste. Ja, das ist weniger toll. Meine Sniper ist etwa 2000 Millionen Mal besser, okay. Ja. Hier drüben. Alles nix von Wert. Alles super zu verkaufen. Ist ein Argument, ja. Gut. Damit rumfiedeln. Gestern war sie noch da. Jetzt, wo ist sie denn? Blake, wo ist die blöde Geige? Klang das im Deutschen auch so super? Ja.
So. Die Deutschen, der Deutsche, der englische Hansen Jack, die nehmen sich ja nicht viel gegenseitig. Der eine ist halt irgendwie ein bisschen verrückter, während der andere einfach sarkastischer ist. Mhm. Hauch. Was sich beides gut anbietet. Danke. Der macht nichts. Sorry, aber Sniper-Muni brauche ich rein zufällig. Hättest du eigentlich auch sparen können, du regenerierst die Munition noch sowieso. Eben. Nee. Doch. Nicht? Doch. Ja, aber teilweise, also mittlerweile habe ich so viel Muni verbraucht durch die MGs und so. Och ja. Nee, was kannst du ganz dringend Sniper-Muni brauchst. So schnell, ja. Aber nicht mehr Sniper-Muni. Doch, die eine Kiste war ranfahren mit Sniper-Muni. Ja. Ausschließlich. Mann, ja. Das wird interessant. Was? Nee, wieso sollte ich? Was interessant wäre. Nein, das wäre nicht interessant, das wäre der sofortige Tod. Auch gut. Weil Lenner immer seine Sachen anmacht, gegen die man nicht ankommt. Punkt. Mhm. Unter geht's. Das ist. Was dann aber halt auch nichts mit Skills zu tun hat. Nö, diese Klasse ist einfach dazu da, um alles zu töten und nicht zu sterben, möglichst. Mhm. Sterben bist du trotzdem ständig. Ja, weil ich auch mit mich in die Gegner reinstelle. Arigato, ihr Penner! Mach mal selber Deathstrap. Ich renne da jetzt einfach durch. Eben. Spreng sie einfach. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, okay. Okay. Wie so häufig. Sah aber gut aus eigentlich. Ja, sah es. So ist es gut, Junge. Nun ja. Wow, wow, wow. Du hast doch nicht geglaubt, du würdest leben, wenn ich hier rauskommen. Ja. Doch, schon. Kammerjäger, runter. Runter? Und dann Pilz? Okay. Nope. Was denn? Nicht unter dem Pilz. Alles gut. Ist das? Nichts passiert. Ja, das war aber ich jetzt. Ja, ich weiß. Resistenz. Meins. Ich bin ihr voll gerade. Da mal raus, ne? Wollen wir erst noch irgendwie Sachen hier? Ach, können wir auch woanders wieder machen, klar. Was denn? Verkaufen? Kannst du auch ein Sanctuary? Ja. Eben, hab ich ja gerade gesagt. Geht's sowieso hin. Jo. Dann erinnere ich mal ganz schnell Konstantin an die Uhrzeit. Eben. Jo. Hab ich gerade nämlich drauf geguckt. Passt auch gut, passt auch gut. Eben. Na also, da ist doch alles super. So, dies ist ein Lied für Mordecais blöden Vogel. Mist, wäre lustig gewesen, wenn ich sie früher gehabt hätte. Klappe! Jo, okay. So viel dann also dazu. Ist der Macromancer. Ich weiß, Skill. Jo. Bin voll. Muss jetzt mal Sachen verkaufen, ganz dringend. Jo. Ebenso. Auf bald. Ciao. Tschüss.